Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Oh Mann! Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Hast du die Hitboxen manchmal von diesen ganzen Objekten? Das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Hey. Nein, das soll heil und sauber... Nein. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit verboten. Ich bin Also das hat sie eben zu den Bildern auch gesagt. Das ist un... Nein, das... Okay. Wir können übrigens noch ein neues Spiel rausfinden mit den beiden... Das mache ich gleich. Ich habe gehört, hier soll das richtig cool werden. Vor allem mit Captain Unglaublich. Wurde mir gesagt, dass das da ziemlich witzig werden wird. Deswegen machen wir das gleich mal. Ich werde erst kurz gleich die Pflanze zerschneiden und zwei neue Spiele hören. Ich bin ein wenig verschnupft. Hier ist noch ein Spiel. Rich and Famous. Millennium Edition. Ui. Hier ist noch ein Spiel. Zahn ist Trumpf. Alles klar. Oh nein, wartet. Yeah. Geht das noch weiter? Ändert sich nichts mehr, okay. So, kann ich eigentlich nochmal hier was umschalten? Ich lass das jetzt an. Achso. Okay. Wofür brauche ich die Münze eigentlich? Aber wahrscheinlich irgendwie, um das Spiel zu gewinnen. Das ist der Münzwurf hier, glaube ich mal. So. Was ist hier? Ich will nochmal kurz gucken, was hier ist. Wir gehen erstmal in die Bar. Oh Leute, ich hab schon wieder übersteuert und das, obwohl ich nicht mal dort rede. Was? Wir gehen erstmal in die Bar. Das wollte ich sagen. So. Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut. So. Was einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast ein schon für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Warum müssen depressive Leute immer hochsitzen? Weiß ich nicht. Um hier zu randalieren, habe ich noch nicht genug getrunken. Nicht traurig sein. Das kann ja noch kommen. Oh, alles klar. Hallo Norm, was macht das Leben? Ich könnte dir Geschichten erzählen.
Leider spielen sie alle hier in der Bar. Das wird langweilig, glaube ich. Keine Zeit zum Ausruhen. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, das ist ein Hirsch. Eher ein Lama. Einigen wir uns auf Lama-Hirsch. Lahmarsch? Sowas sagt man aber nicht, Harvey. Polo spielt man zwar im Sitz, aber ich... Von dem Bild, da juckt das einfach nicht. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Alter. Der sitzt bereits lebenslänglich. Nein, danke. Ich telefoniere lieber im Stehen. So viel ist dieser Barhocker bestimmt nicht mehr wert. Die kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie dann Holz schneiden? Weiß ich nicht. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Wozu der wohl gut ist? Weiß ich nicht. Der ist an der Wand fest. Egal, nimm ihn mit. Nein, nein! Geh dahin. Licht! Muss kaputt sein. Glaube ich auch. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Die Stimme kommt mir ja mal übel bekannt vor. Schau mal, Harvey. Ein Lichtschalter. Vorsicht! Es könnte eine Falle sein. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz ein... Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt. In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlichboy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Nein! Das Licht brennen zu lassen ist nicht illegal. Stimmt. Ruhig bleiben, Edna. Ich glaube, er würde auch unbezahlt für mich arbeiten. Ne. Es ist ein echter Delikt-Lichtschalter. Ruhig bleiben, Edna. Ruhig bleiben. Okay. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die... Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Alles klar. Aber was machst du denn da, Edna? Oh, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Tempomorphen? Aber was machst du denn da? Ups, wir werden... Captain Unbrauchbars Hauptquartier ist der Tiefparterre-Cave. Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Hatten wir das nicht schon mal? Aber was machst du denn? Ups. Wir... Aber was machst... Ups. Wir... Der Funk... Schade nur, dass der Ball fehlt. Oh. Aber was machst... Wir... Aber was... Hier mixt der Barmann seine Drinks? Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Nee. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Doch, mach. Tu es. Ich habe Angst, dass sich meine Netzhaut ablöst, wenn ich da zu nah rangehe. Du stehst schon fast drin. Harvey mit was? Los, Harvey! Fass! Lieber nicht. Ich habe Angst, dass er sich darin auflöst. Alter, der Sprecher von Harvey muss so viel Spaß gehabt haben. Das ist bereits beschriftet. Als er das gesprochen hat, ey. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Alter. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird.
Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass es sich darin auflöst. Du brauchst es eh nicht mehr, glaube ich. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass sie sich darin auflöst. Lieber nicht. Oh. Ui. Ui. Das soll ein Löffel sein? Ja. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Ein Löffel. Du bist kein Löffel. Du bist eine schnöde Schaufel. Genau. Oh. Hitbox. Guck mal, Harvey, da steckt eine Schaufel in dem Fass. Edna, das ist ein Löffel. Unsinn. Unsinn. Findest du nicht gut, Edna? Hey, fass das. Hey. Oh. Hey. Und dann. Hey. Ich glaub, das wird nichts. Kann damit, glaube ich, nichts machen. Okay. Cocktailkarte. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Klingt doch lecker. Mr. Cocktailkarte, Energie. Edna? Du hast mindestens 12 Items im Inventar, die mehr nach einem Charakter aus Star Trek klingen. Wen denn wohl? Lieutenant Commander Poloschläger? Kadett Stuhlbein? Können Sie den Befehl bitte wiederholen, Sir? Energie, Mr. Cocktailkarte. Bringen Sie uns hier raus. Aye, Sir. Ich hab kein Stuhlbein mehr. Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Wenn wir hier draußen sind. Yippie! Yay! Man sollte niemals betrunken Polo spielen. Das stimmt. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Was soll ich schreiben? Edna Surprise. Okay. Was soll ich schreiben? Biggidi Buggidi Boo. Okay. Was soll ich schreiben? Wasser? Okay. Was soll ich schreiben? Kaffee. Kaffee. Okay. Kaffee. Kaffee ist super. So. In diesem Bild bestellt sich Captain Unbrauchbar einen Martini. Weder geschüttelt noch gerührt. Hier stehen keine illegalen Alkoholiker auf der Karte. Schade. Obwohl dieser Stinkdrink meiner Ansicht nach verboten sein müsste. Die Komplettlösung vielleicht auch. Das Telefon steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem eins bekommen. Die Welt ist eine Castingshow und du sitzt in der Jury. Seltsam. Hier stehen gar keine Preise. Alles gratis? Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden. Es steht nicht explizit da. Aber ich wette, Fußnägel sind eine der Zutaten für den Stinkdrink. Alles klar, Edna, wenn du das meinst. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Ich will ihn mitnehmen. Lieber nicht. Sonst nimmt er mich. Und zwar auseinander. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nach zu urteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Das sollte ich lieber sein lassen. Er sieht ohnehin schon so aus, als stünde er kurz vor einem cholerischen Anfall.
Kannst du für mich was Zusätzliches auf die Cocktailkarte schreiben? So läuft das hier nicht, Kleines. Entweder du bestellst, was auf der Karte steht, oder du suchst dir eine andere Bar. Okay. Captain Unbrauchbar trinkt nicht, wenn er im Dienst ist. Auf der anderen Seite ist er selten wirklich im Dienst. Um ehrlich zu sein, ist er arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Alles klar? Allgemeine Stimmungskontrolle. Seufzen Sie mal in dieses Röhrchen. Wie ich es mir dachte. Nichts als Trübsal. Hab ich gerade. Warte mal. Darf ich mal Ihre Schanklizenz sehen? Aber sicher. Ich bewahre sie immer sehr gewissenhaft auf. Direkt unter dem Arm des letzten Polizisten, der mich danach gefragt hat. Ist nicht mehr so wichtig. Netter okay. Typ eigentlich. Nur sehr zerstreut ihm. Telefon für den Barmann. Nicht schon wieder. Sag ihm, es gibt hier weder einen Hinsch noch einen Rumsch. Ach ja, sag ihm außerdem, ich weiß, wo er wohnt. Seine kleine Schwester hat wirklich wunderschöne Zähne. Wäre echt schade um sie. Echt schade. Yikes. Alles klar. Was kostet ein Drink? Heute ist Peters Geburtstag. Alle Drinks gehen heute aufs Haus. Such dir einfach was von der Karte aus. Der Reim. Gott. Brauchst du zufällig eine Zickzackschere? Nicht mehr in diesem Leben. Ich habe schon Millionen Zitronen auf Vorrat aufgeschnitten. Werden die denn gar nicht schlecht? Blau, ja. Schlecht? Nein. Wenn man sie regelmäßig rasiert, dann kann man sie noch über Jahre benutzen. Brauchst du einen Fußnagel? Davon habe ich reichlich. Sie sind eine Grundzutat für meinen berühmten Stinktrink, weißt du? Sie wusste es. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Das ist so 80er. Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Doch. Du bist so 80er. Das ist so 80er. Was hältst du von dem Neonschild, Harvey? Es ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Das Licht? Ich habe eine Idee. Wenn Nacht. Okay, sag das Gleiche. Alles klar. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich. Ach, dann müssen wir sogar zuerst mit Peter reden. Ich will mal kurz gucken, was da hinten ist. Wo zur Hölle sind wir hier? Achso, hier ist nichts. Achso, von da kommen wir, ne? Das machen wir dann. Alles klar. Das machen wir alles in der nächsten Aufnahmesession, Leute. Wir reden in der nächsten Aufnahmesession mit Peter. Und ja. Gut. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahmesession gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.